Bernd Rüters, die unbegrenzte Auslegung, zivilrechtliche Entdecker von Thomas Hören. Zur Person des Entdeckers. Bernd Rüters wurde 1930 in Dortmund geboren. Nach seinem Abitur 1949 begann er das Jurastudium an der WWU in Münster. Es folgte das Referendariat in Dortmund, das 1958 mit der Assessorenprüfung beendet wurde. Anschließend promovierte Rüters im Arbeitsrecht in Münster. 1967 habilitierte Rüters bei Hans Brooks in Münster. Geplant war zunächst eine Arbeit zum Arbeits- und Verfassungsrecht. Letzten Endes entschied sich Rüters aber, sich der Aufarbeitung der Rechtswissenschaft im Dritten Reich zu widmen. Der Titel der Habilitationsschrift war Die unbegrenzte Auslegung zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus. Noch im selben Jahr erfolgte ein Ruf an die Freie Universität Berlin. 1971 wechselte er jedoch nach Konstanz, wo Rüters bis zu seiner Emeritierung 1998 lehrte. Die Entdeckung. Das Grundsatzproblem bildete die Frage, ob die Rechtsordnung nur passiv gesellschaftliche Realitäten abbildet, so die sogenannte historische Schule, oder die Gesellschaft aktiv durch die Rechtsordnung gesteuert wird, so die sogenannte Interessenjurisprudenz. Die Interessenjurisprudenz geht davon aus, dass jede Norm bei Erlass auf eine Situation abzielt und dabei einen bestimmten Zweck verfolgt. Wenn sich diese Wirklichkeit ändert, kann der Zweck verloren gehen. Daraus folgt, dass sich kodifiziertes Recht stets an den Gegebenheiten des jeweiligen Gesellschaftssystems anpassen muss. Als Beispiel dafür dient das BGB, das schon im Jahre 1900 in Kraft trat und die unterschiedlichsten Systeme auf deutschem Boden überdauerte. Möglich war dies durch eine unterschiedliche Auslegung des Gesetzes. Nach Rüters ist die Auslegungsmöglichkeit des Gesetzes nahezu unbegrenzt und von der jeweiligen Weltanschauung des Rechtsanwenders abhängig. Zur Rechtstheorie im Nationalsozialismus. Die Grundannahme in Rüters Habilitationsschrift war, dass die Rechtsprechung den Vorstellungen der Nationalsozialisten vom Privatrecht im Wesentlichen durch die Auslegung der bereits bestehenden Gesetze gerecht werden konnte. Der Rassegedanke als Ursprung jeder Weltordnung, das Individuum als Teil eines Volkes sowie der Wille von Partei und Führer als Rechtsquellen sollten von nun an die Ausgangslage bei gesetzlichen Entscheidungen bilden. Maßgeblich waren nach Rüters unbestimmte Generalklauseln, die es Richtern ermöglichten, Urteile im Sinne der nationalsozialistischen Diktatur zu fällen. Rüters Arbeit zeichnet sich durch eine historische und eine überhistorische Entdeckung aus. In der historischen Entdeckung beschreibt er die Abläufe, wie sich durch die tägliche Praxis der Gerichte die Zivilrechtsordnung im Sinne der Nazis änderte. Bei der überhistorischen Entdeckung kommt Rüters zu dem Schluss, dass die anerkannte juristische Methodenlehre gegenüber weltanschaulichen Einflüssen neutral ist und daher anfällig gegenüber Ideologien jeglicher Art ist. Die Konsequenz Rüters besteht darin, dass, weil die formale Außenstruktur des deutschen Privatrechts unverändert blieb, sich kein Jurist in der NS-Zeit darauf berufen konnte, er habe nicht politisch gehandelt, sondern lediglich bestehendes Recht angewendet. Die Justiz habe aktiv am Prozess der völkischen Rechtserneuerung mitgewirkt. Zur Rezeption der Entdeckung. Die historische Entdeckung rief viel Anerkennung bei jungen Juristen hervor, die an der Aufarbeitung der Verstrickung der Rechtswissenschaft mit dem Nationalsozialismus interessiert waren. Kritik kam hingegen insbesondere von persönlich betroffenen Juristen, die in der NS-Zeit publiziert hatten. Diese Kritik reichte von Verschweigen bis Relativieren. Die Ideologieanfälligkeit des Rechts aus der überhistorischen Entdeckung ist noch heute Gegenstand vieler Debatten. Die Auswirkungen der Thesen für den juristischen Alltag. Rüters war wichtig, dass Juristen klar ist, dass sie nicht losgelöst von politischen Erwägungen Recht anwenden. Es bedarf daher eines Bewusstwerdens der Verantwortung sowie Kritik und Skepsis gegenüber angelernten Vorwänden und Auslegungsmaximen, die von Gerichten ungeprüft nachgebetet werden.